Sina für diese coole Perücke. Ich liebe sie. Ich wollte schon immer solche Haare haben. So curly und bouncy. Aber habe ich nicht. Und für die Riegel auch vielen Dank. Die sind super lecker. Und an denjenigen, der mir den Adventskalender geschenkt hat, auch vielen, vielen Dank. Da war kein Name dabei, aber Dankeschön. Okay, Freunde. Wir legen los mit dem Herzchakra. Und zwar ist das Herzchakra das vierte Chakra. Ist also in der Mitte von unseren Chakren, von den unteren und den oberen. Und die Farbe, die ihm zugeordnet wird, ist grün. Über das Herzchakra. Es ist die Brücke zwischen den unteren und oberen Chakren. Die Verbindung zwischen weltlichem und spirituellen und dem Menschen und der Seele. Der zugehörige Energiekörper ist der Kausalkörper. Er trägt die Erinnerungen an die Gefühle der vergangenen Inkarnationen. Jetzt ist es natürlich sehr wichtig, diese Gefühle alle zu bereinigen und loszuwerden, denn das wollen wir nicht in der vierten oder fünften Dimension alles mitschleppen und das können wir auch nicht. Also, jetzt ist die Zeit, alles loszulassen. Das Element des Herzchakras ist die Luft. Der dazugehörige Sinn ist der Tastsinn. Und das Resonanzalter ist 12 bis 18 Jahre. Das ist der Sitz der universellen Liebe, Hingabe, Heilung und Mitgefühl. Die blockierenden Ängste des Herzchakras sind Angst vor Herzschmerz, Ängste, sich zu öffnen und Angst, Liebe zu empfangen. Traumata können sein Zurückweisung, Verlust, Verrat und Trauer. Wie erkennt man ein geöffnetes Herzchakra? Man liebt sich selbst. Man folgt seinem Herzen. Liebe und Akzeptanz für alle Lebewesen. Man kann sich in andere Reihen fühlen und fühlt deren Seele. Man liebt ohne Erwartungen. Man hat ein Strahlen von innen. Man erfreut sich an Kleinigkeiten. Man gibt Liebe und kann sie auch empfangen. Man erkennt die Relativität aller Konzepte und Wahrheiten. Das ist eigentlich das, was auch passiert, also allgemein passiert, wenn man eben dieses spirituelle Erwachen hat. Aber das beinhaltet natürlich auch das Öffnen der Chakren, also auch des Herzchakras. Und man akzeptiert die Wege und Sichtweisen der anderen. Und jetzt, glaube ich, ist es Zeit, unser Räucherstäbchen anzumachen, bevor wir weiterlesen.
Ein Mix aus Informationen und etwas, um das Herzchakra zu aktivieren. Und wir haben natürlich unsere fancy Räucherstäbchen dafür. Schmerz wegen der Liebe erfahren hat.
nicht weiter verletzt zu werden, verschließt man einfach sich immer mehr und mehr. Und das führt halt zu einem blockierten Herzchakra. Aber jetzt müssen wir natürlich, wir müssen nicht, aber es ist die richtige Zeit, jetzt alles loszuwerden und das Herzchakra zu öffnen. Das ist jetzt sehr wichtig und man muss einfach verstehen, dass es keine Schwäche ist, sondern umgekehrt. Mit einem geöffneten Herzchakra kann dir einfach nichts mehr passieren. Kein Leid, kein Schmerz kann dir mehr geschehen. Und das muss man, aber so weit muss man erstmal kommen, um das zu begreifen und zu vertrauen, dass es wirklich so ist und sich zu entschließen, dann das Herzchakra immer weiter zu öffnen. Heilung des Herzchakras. Erkenntnis der wahren Natur der Liebe. Sie ist der wahre Urgrund unseres Wesens. Also das, was eben, ja, diese göttliche Kraft, das ist diese Liebe, die in jedem von uns steckt. Das muss man erkennen, dass das die Liebe ist und dass aus dieser Liebe alles hervorgeht, alles entsteht aufgrund dieser Liebe. Weil viele haben natürlich so eine Assoziation mit der Liebe, dass es nur zwischen, ja, die Liebe zwischen Menschen und so weiter, und sie verstehen nicht wirklich, was diese universelle Liebe überhaupt bedeutet. Aber da kommen alle noch hin. Das werden alle noch erfahren. Blockaden können gelöst werden, wenn man bereit ist, das Drama des Lebens loszulassen. Das ist sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, dass viele Menschen das Drama im Leben suchen. Und wenn sie es nicht bekommen, dann erzeugen sie das künstlich. Oder gucken sich diese komischen Serien an. Oder diese, wie heißen die, diese gefakten Shows, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall da, wo eben Drama passiert, wo es irgendwie künstlich aufgebauscht wird und so weiter. Und das brauchen die Menschen, gucken sich das an, um eben dieses Drama zu bekommen. Aber je mehr man sich natürlich spirituell weiterentwickelt, desto weniger braucht man sowas und irgendwann kann man das überhaupt nicht mehr ertragen. Oder halt nicht ertragen, sondern man erkennt, dass es irgendwie irgendwas ganz Falsches ist und nicht zum Leben gehört einfach. So in der Art. Okay. Herzchakra unterstützen durch Steine, Malachit, Smaragd, Jade, Turmalin und Rosenquarz. Ich habe hier ein Malachit. Das hängt fast an meinem Herzchakra. Aber für dich habe ich natürlich auch etwas. Ein Malachit-Armband. Das ist eigentlich ein Chakra-Armband. Das sind alle Steinchen, die dem jeweiligen Chakra zugeordnet sind. Das, wenn du möchtest, kann ich dir das jetzt bei deiner Hand machen. Echt süß. Okay. So. Dann habe ich noch Jade. Das ist alles jetzt verwuschelt, nicht gewuschelt. Ich kann heute nicht so gut reden, das ist echt schade. Bei so einem Video muss man eigentlich gut reden können. Aber was soll's. Ich habe hier noch ein Armband. Da ist auch eine Schildkröte dran. Aus Jade. Das machen wir hier an die andere Hand. So. Okay, dann habe ich noch diese Kette. Ich glaube, das ist ein Skarabäus. Aus Jade. Das machen wir dir auch noch um den Hals und dann bist du. Also dann kann dein Herzchakra praktisch frohlocken. Das hängt jetzt wirklich da an der Kamera.
Ich weiß nicht warum, ich will das nie in den Diffuser oder sowas reinmachen. Keine Ahnung. Das ist natürlich sehr blumig. Und wir machen das hier drauf. Ich mache ein paar Tropfen einfach hier drauf. Und dann legen wir das nebendran. Sechs Stunden.